Wir, das CBC-Team, haben ein Oldschool-Course-Turnier veranstaltet. Willkommen zu der 74. Ausgabe der Course News. Wir, das CBC-Team, haben ein Oldschool-Course-Turnier veranstaltet und ihr könnt euch bis Mittwoch 4 Uhr anmelden. Dort gibt es unter anderem die Regel, dass ihr kein Dach ziehen dürft, keine Cora-Base bauen dürft oder keine Quid-Base. Zudem wird im 8x8-Format gespielt. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Clan Skull hat Sperre gegen KB bekommen. Zudem hat der Clan OGCW Sperre gegen Skull bekommen. HY hat Sperre gegen Ford bekommen. Emirate sucht nach Pusher und Bases auf Team. Zudem sucht der Clan 60 noch Member. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir nun zu der Top 10. Links seht ihr die neue Top 10 und rechts seht ihr die alte Top 10. KB bleibt weiter auf Platz 1. Difficult Squad ist von Platz 3 auf Platz 2 aufgestiegen. PU ist 9 der Top 10 und belegt den dritten Platz direkt mit 0 Loses. Skull ist 2 Plätze abgestiegen und belegt somit den vierten Platz. Emirate ist von Platz 9 auf Platz 5 aufgestiegen. MVP ist 9 der Top 10 und belegt den sechsten Platz, gefolgt von OGCW. Tuka ist auch 9 der Top 10 und belegt den achten Platz. Ford belegt den 9. Platz und Alku ist auch 9 der Top 10 und belegt den 10. Platz. Raus aus der Top 10 sind Yumai, Fast, Lang und Six Army. Das war's auch schon mit den Courses. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.